Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, wo wir in der letzten Folge dieses geile Teil hier gebaut haben, also den Lander bzw. der Rover haben wir ein bisschen umgebaut, aber der ist immer noch ready for Wissenschaft und deswegen setzen wir den jetzt mit den dementsprechenden Techniken auf eine Rakete. Können wir den Magnetometer hier irgendwo unterbringen? Ich glaube eher weniger, ne? Der ist ein bisschen Chompy, leider. Aber wir können wahrscheinlich alles andere an der Rakete unterbringen. Vor allem haben wir einen Greifarm, mit dem wir Sachen untersuchen können, was sich für Duna dann eignet. Aber natürlich muss dieses System erstmal getestet werden und das wird es auf dem Mann und auf Minmus, denn dort bräuchten wir zwei Rover jederzeit zur Verfügung stehend. Einfach mal um die Oberfläche anzuschauen, Sachen zu testen, Sachen zu untersuchen und atmosphärische Erde, das wären Sachen, die wir wieder auf Duna brauchen können. Was es natürlich auf Duna schwieriger machen wird, ist die Atmosphäre. Aber da werden wir bestimmt auch einen Weg drumherum finden. So, wir schauen nochmal, ist Gewicht und Thrust immer noch aligned, perfekt. Speichern, würde ich sagen Raw, schreiben wir dazu, weil es ist ja im Grunde der Ruhezustand. Speichern. Und dann müssen wir jetzt nämlich ein paar Anpassungen machen. Denn das Teil muss jetzt im Grunde auf eine Rakete drauf. Und so auch wieder so, dass mittig das Gewicht ist. Bedeutet auch wieder an der recht relativ selben Stelle. Aber da bekommt es einen anderen Anschluss dran erstmal. So, warte mal, wo ist es denn hier? Bop, 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 bop. Nee, ich brauche hier die Kuppler. Nee, ich glaube, wir nehmen trotzdem den kleinen. Oder nehmen wir den bisschen größeren, den choppigeren. Na, der wird schon passen. Den müssen wir jetzt noch ein bisschen alignen. Dafür müssen wir auf. Also ich nehme jetzt einfach den Antrieb und align es mit dem, weil der müsste ja relativ gleich sein, wie wir mittlerweile wissen. So, perfekt. Gut. Dann zack, abschließen und dann gehen wir unter hier Struktur und nehmen erstmal einen Space Holder, der ein bisschen Abstand zwischen die Rakete und den Rover bringen soll. So. Bisschen chunky, aber wird schon. Anschlusspunkt. Und dann zack, wieder alles ausmachen, was ich nicht brauche. Das muss jetzt alles unter die Hülle oben. Ups, jetzt habe ich wieder aus dem Spiel rausgetappt. Typisch, ich. Dafür nehmen wir natürlich die größte Hülle, die wir haben. Holy shit, das muss eine große Fairing werden. Ah, apropos, warte mal, haben wir an dir eine Antenne dran? Wenn nein, wäre das vielleicht noch eine schlaue Idee, bevor wir das Teil in den Orbit schießen. Nee, das passt nicht. Kriegt einfach so zwei Hörnchen. Die passen schon. Das sind eh eher Sachen, die man je nach Mission anpassen muss. Oh Gott, nein. So. Dann wird hier mal. Das Problem ist halt, dass wir nur so kleine Rover-Köpfe haben. Aber ich habe gerade einen Weg gefunden, da rumzugehen. Wir tun jetzt einfach alles, was die Größe nicht herbringt, die wir brauchen für die Mission. Unter die Rover-Haube.
und passend die mal an Verkleidung bearbeiten. So. Darunter ist jetzt der Rover geparkt. Der passt da drunter. Perfekt. Dann kommt jetzt die erste Zwischenstage. Die würde ich nicht gerne. Ah, das wird sich nicht ausgehen. Schade. Dann wird es nur eine. Dafür muss man die passende Größe wiederfinden. So. So eine Stage. Da brauchen wir wieder eine Triebwerksplatte. Mit den kleinen, aber feinen Antrieben, die wir so schön haben. Und so. Ne, die sind eigentlich nicht da wirklich für geeignet, die wir gerade verwenden wollen. Wie lange brauchen denn die, um den Tank zu entleeren? 290. Das geht aber. So. Sollte die Zeit ein bisschen gesunken sein, ja. Sie hält sich relativ. 16 Kilonewton sollte aber für den Weltraum reichen. Ihr geht mal auf kurz. Dann brauchen wir den nächsten Tank. Hä, warum ist denn das jetzt mal für 16? Also irgendwas ist da gerade schief, oder mal. Irgendwas ist da gerade ganz, ganz weird. Warte mal. Okay. Einmal. So. Hm. Warum werdet ihr vertausendfacht? Der Bug wieder weg, hä? So, okay. Dann kann ich da jetzt eine größere Stage dran packen. Weil im Grunde soll die obere Stage es komplett schaffen, das Teil zu einem D-Orbit zu bringen. Dann ab Kapsel öffnen, davor natürlich, die Orbit burn und der Rest macht oben die Sonde. Ob das so klappt, ist immer die gute Frage, aber wir müssen es halt hoffen. Ne? Hier unten kommt eine der stärkeren Triebwerke dran, da hatten wir eh unseren Favoriten. Wo ist er denn? Der originale Skipper. Der schafft viel. Dann wieder einen Decoupler. Und jetzt kommt die Stage, die uns überhaupt in den Orbit bringen soll. So, wo ist sie denn? Zack. 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 Schauen wir mal, ob das mit einem Triebwerk reicht. Wie viel? Jetzt haben wir 2600. Komm, wir geben den Teil kleine Seitenbooster. Einfach weil wir es schon lange auch nicht mehr gemacht haben, solche seitlichen Booster zu verwenden. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da oben sind sie. Wir haben sowas schon lange nicht mehr verwendet in unserem Projekt. Immer irgendwelche selbstgebauten Booster, die sich miteinander verbunden haben. Aber die guten alten Standard-Booster, die sind in die Vergangenheit gerückt und die müssen wir jetzt mal wieder rausholen, weil sie einfach cool sind und sie uns ein bisschen mehr Boost geben. Sind halt nicht vorteilbar, aber sie können was. Das ist doch das Wichtige. So, jetzt kommen hier rein. Passt perfekt. Dann kriegen die natürlich noch ein schönes Häubchen, weil ansonsten machen die nur noch Dreck. Das ist zu klein. Wahrscheinlich eh die gepanzerte
Nase. Das ist... Die Beule da oben ist so geil. Was ich hier noch machen würde gerne, wäre mit der mit Struts immer wieder einzelne Punkte befestigen. Damit das Teil oben stabil auf der Haube bleibt, weil nichts ist schlimmer als ein wackelnder Rover und auf der Rakete oben drauf. So. Oh, Batterie haben wir vergessen. Ansonsten nehmen wir halt die Battery Packs, die wir haben, die großen. Und packen die hier einmal außen rum. Zack. Battery Packs und dann gibt es hier noch für den Descent sollte ja die ganze Energie reichen, die da drin verpackt ist. Dann braucht das Ding auch keine Solar Panels. So. Das ist das der Plus Booster. Plus Rakete. Ist relativ simpler, easy Name, aber hey, können wir euch diesmal wieder mit den Teilen hier beglücken? Ja, können wir, cool. Das macht das Ganze nicht noch so ein bisschen, finde ich, immer immersiver. Wenn man sowas anbauen, benutzen kann. So. Schaut aus, als ob wir leichten Linksdrall haben würden. Das dürfte gar nicht sein. Gewicht und Thrust sind mittig. So wie wir das brauchen für die Rakete. Im Weltraum würde das gleich, macht das gleich weniger Unterschied wieder, aber es macht immer noch trotzdem einen kleinen Unterschied. Was ich gerne bei der Fairing wieder haben würde, wären in diesem Fall 4 Seiten mit 50% und doppelt inversiv. Einmal bedenken, ach, kann ich nicht, meine speichern jetzt mal kurz. Sagen, ich will von, wähle ein oder von zwei oder mehrere Teile zum Verankern aus. Kann ich hier einstellen, Select Surface? Achso, nee. Ich will einstellen, von hier steuern. Kann ich das? Nee. Kann ich das rein theoretisch hier machen? Nee, auch gar nicht. Ich würde sagen, wir speichern das ganze Teil. Und in der nächsten Folge starten wir dann unseren Rover auf dem Weg Richtung Mann, wo wir die erste Rover-Mission starten werden. Und dann werden wir Richtung Minmus fliegen, dort eine runterlassen und dann die Satellitenmissionen für Duna vorbereiten. Die wahrscheinlich sehr, sehr spannend werden. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube nicht, dass diese Duna-Missionen sehr unspannend werden. Wir müssen nicht relativ viele auf den Weg schicken. Und werden die auch relativ gleichzeitig losschicken. Also sobald wir die Satelliten oben haben, können wir sicher einen Rover Richtung Duna, Richtung Duna schicken und ihn dort landen lassen. Denn das wird wieder richtig gut Punkte kriegen, dass wir uns vorbereiten können auf eine bemannte Mission Richtung Duna. Oder wenigstens schon mal die Base auf Mann vorbereiten können für solche Missionen. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.